Hi, ich bin der Brian von Bründelswarz in Carbon und ich zeige euch heute einmal, welche Produkte es gibt, damit einfach der Schnee auf dem Föhn nicht picken bleibt. Erstens einmal gibt es da ein Spray. Wichtig ist beim Spray, dass ich das daheim im Warmen mache, am besten schon einen Tag vor, dass ich die Tour mache. Ich fülle mir das Föhn einfach auf dem Ski auf, dann gehe ich her mit dem Spray, von oben nach unten auftragen, einwirken lassen und am nächsten Tag kann ich die Sache schon hernehmen. Wie gesagt, ganz wichtig beim Spray ist, dass ich das daheim im Warmen mache. Zweite Möglichkeit, imprägniere Wachs. Kann ich von oben nach unten auftragen. Ist auch ganz wichtig, kann ich aber auch genauso auf der Piste machen, wenn es viel nass ist. Beim Spray muss viel trocken sein, daheim im Warmen. Das Wachsel geht auch einmal auf der Piste. Was beim Wachsel noch ein super Tipp ist, ich kann, wenn ich daheim habe, Rosshaarbürsten nehmen und das von oben nach unten nachher noch einmal nacharbeiten, dass wirklich schön eingearbeitet ist, das Wachsel.